Vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Wir kennen uns ja aus der Zusammenarbeit, also aus der Zusammenarbeit Landesvertretung und Pressearbeit in meinen anderthalb Jahren aus Berlin, was eine sehr schöne Zeit auch für mich gewesen ist. Aber zurück nach Bremen zu kommen und dann für Bildung und Wissenschaft zuständig sein zu dürfen, auch das ist eine spannende und große Herausforderung, der ich mich gerne gestellt habe. Aber noch viel schöner ist, wenn man im Grunde auch, und deswegen freut es mich, wenn man mir nach wie vor nachsagt, dass ich eine linke Sozialdemokratin bin, wenn ich doch diese Vergangenheit, die ich habe, auch nicht als eine Vergangenheit hinter mir lasse, sondern dass ich mit dieser Vergangenheit gerne auch Zukunft gestalten möchte. Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut über die Einladung heute hier zu sein, hier zu referieren. Auch deshalb, weil ich als Vertrauensdozentin der Hans-Böckler-Stiftung schon lange tätig bin und auch sehr froh bin, dass ich diese Aufgabe habe. Natürlich habe ich im Moment nicht so sehr viel Konkretes in dem Bereich zu bearbeiten, aber trotzdem, auch das ist für mich ein Anker und für mich auch eine Richtschnur, immer dafür auch stehen zu können und stehen zu wollen, dass Menschen mit den unterschiedlichsten Bildungswegen auch den Weg für eine eigene individuelle Weiterqualifizierung auch finden zu können und dafür jetzt etwas tun zu können, finde ich gut. Inwieweit ich jetzt Ihre Erwartungen oder eure Erwartungen erfülle, das weiß ich nicht. Ich merke, dass ich selber ein bisschen aufgeregt bin, weil ich jetzt auf einmal mit der anderen Rolle, mit dem anderen Hut hier stehe. Ich versuche es trotzdem und das ist klar, sonst würde ich hier nicht stehen. Also ich mache es jetzt und freue mich dann auch auf die vielleicht kritischen Anmerkungen zu dem, wie wir, sagen wir mal, aus der Politik versuchen, dieses Thema anzugehen, ohne aber auch irgendwie vorgeben zu wollen, dass wir den Stein der Weisen hätten oder auch schon, geschweige denn, die Lösung direkt aufzeigen könnten. Wenn wir heute von Chancengleichheit als bildungspolitischem Ziel sprechen, sollten wir immer das gesamte Bildungssystem in Betracht ziehen. Wir sollten uns fragen, ob unser System vielfältige, qualitativ hochwertige Bildungswege bietet und innerhalb und zwischen den Bildungsbereichen verschiedene Einstiege und Umstiege auch ermöglicht. Deutschland besitzt ein sehr gutes Hochschulsystem und ein international hoch angesehenes System der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Historisch entwickelte sich die berufliche Bildung parallel zur akademischen Bildung. Beide Bildungswege existierten und existieren auch immer noch im Wesentlichen voneinander getrennt. Bund und Länder haben daher verstärkt Maßnahmen zur Verbreiterung vielfältiger Bildungswege ergriffen. Die Bildungswege verlaufen zwar heute noch überwiegend vertikal innerhalb einer Säule, bedingt durchlässige Übergänge existieren aber, sodass auch das jetzige System Anschlüsse für Abschlüsse bietet und damit zu einer höheren Chancengleichheit beitragen kann. Ich möchte ein paar Daten herausgreifen, anhand derer man deutlich sehen kann, wie vielfältig unser Bildungssystem aufgestellt ist. In Deutschland haben im Jahr 2012 rund 730.000 Personen eine Ausbildung begonnen, davon über 500.000 im dualen System. Rund 23.000 Personen haben mit einem vollqualifizierenden Bildungsgang an einer Berufsfachschule begonnen. Bildungsgänge an Berufsfachschulen und Fachgymnasien, die einen Berufsabschluss und eine Hochschulzugangsberechtigung vermitteln, wurden von rund 24.000 Personen begonnen. Im April 2013 waren bundesweit rund 64.000 Personen in dualen Studiengängen für eine Erstausbildung eingeschrieben. Die Fortbildungsstatistik des Deutschen Industrie- und Handelskammertages weist für das Jahr 2012 rund 337.000 Teilnehmende an Fortbildungsveranstaltungen der Industrie- und Handelskammer aus. An Aufstiegsfortbildung der IHK-Prüfung haben rund 62.000 Personen teilgenommen. Die Statistik des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks weist rund 23.000 abgeschlossene Meisterprüfungsausbildungen aus.
Die hier genannten Zahlen zum Bereich der beruflichen Weiterbildung geben dabei nicht einmal das gesamte Angebot des quartären Bildungsbereiches wieder. Die von der Weiterbildungseinrichtung zertifizierten Maßnahmen werden nicht zentral erfasst. Das gesamte Weiterbildungsangebot ist also um ein Vielfaches größer. Im Wintersemester 2013/14 bieten die staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen rund 16.600 Studiengänge an. Die Bachelor- und Masterstudiengänge machen 87,4% des Studienangebotes an deutschen Hochschulen aus. Daneben bieten die Hochschulen Studienmöglichkeiten an, die mit einem Diplom, Magister, künstlerischem Abschluss, einer staatlichen oder einer kirchlichen Prüfung abgeschlossen werden können. Zum Wintersemester 2012/13 waren insgesamt rund 2,5 Millionen Studierende an Hochschulen in Deutschland eingeschrieben. Im Studienjahr 2012 haben im ersten Hochschulsemester rund 495.000 Studienanfängerinnen und Studienanfänger ein Studium an Hochschulen in Deutschland aufgenommen. Der größte Teil, 57%, kommt mit einer allgemeinen Hochschulreife oder einer Fachhochschulreife, 32%, an die Hochschulen. Jetzt bin ich durcheinander. Die Öffnung der Hochschulen für diese Zielgruppe ist kein neues Thema. Jetzt bin ich hier irgendwie durcheinander gekommen. Jetzt habe ich hier eine Seite vertüdelt. Entschuldigung. Wir sehen, dass wir ein vielfältiges Bildungssystem haben, das dem einen oder anderen bereits verschiedene Bildungsmöglichkeiten eröffnen. Warum sprechen wir dann heute über die Frage, wie sich Hochschulen noch stärker in ihren Angeboten auf Diversität einstellen können, wie sie sich proaktiv, nicht reaktiv, stärker für Menschen öffnen können, die sich vom vermeintlichen Normalstudierenden unterscheiden? Ohne Zweifel wird sich eine solche Erwartungshaltung nicht ohne erhebliche Mühen und Reformbereitschaft an den Hochschulen erfüllen lassen. Ich glaube, dass sich die Mühe lohnt und möchte mich im Folgenden exemplarisch auf die Öffnung der Hochschulen für beruflich Qualifizierte ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung konzentrieren. Die Öffnung der Hochschulen für diese Zielgruppe ist kein neues Thema. Die Verbesserung des sogenannten dritten Bildungswegs wurde in der Vergangenheit jedoch eher randständig diskutiert. Zunächst sowohl aufgrund spezifischer Arbeitskräftebedarfe als auch im Sinne des Ziels von Chancengerechtigkeit und später zur Aufwertung der beruflichen Bildung. Erst aufgrund wirtschaftspolitischer Interessen gewann das Thema leider erst deshalb stärker an strukturverändernder Bedeutung. Sowohl auf Bundes- als auch auf europäischer Ebene haben die politischen Diskussionen über die Zukunft der Wissensgesellschaften im letzten Jahrzehnt stark zugenommen. Wissen stellt in diesem Ansatz eine zentrale Voraussetzung für wirtschaftlichen Wachstum dar. Insofern soll die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft besonders durch bildungspolitische Anstrengungen und Investitionen in Bildung gesichert werden. Die mit der Umsetzung dieses Ansatzes verbundenen Herausforderungen werden unter anderem in dem erwarteten und in einzelnen Bereichen bereits eingetretenen Fachkräftemangel und dem demografischen Wandel gesehen. Es ist heutzutage daher vor allem wirtschafts-, aber auch bildungspolitische Bestrebungen, die darauf abzielen, bisher nicht genutztes Bildungspotenzial zu erschließen und zu fördern. Doch dennoch, trotz der vielfältigen Bemühungen stagniert der Anteil der beruflich Qualifizierten ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung an den Studierenden seit Jahren bei ca. 1-2%. Ein wesentlicher Schritt zur Verbesserung der Durchlässigkeit zwischen den beruflichen und den akademischen Bildungen ist mit dem Beschluss der KMK vom 6. März 2009 erfolgt, mit dem die rechtlichen Rahmenbedingungen zum Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte ohne Hochschulzugangsberechtigung bundesweit vereinheitlicht werden sollten. Was regelt der KMK-Beschluss? Die Kultusminister sind sich auf eine gemeinsame Basis zur gegenseitigen Anerkennung der Hochschulzugangsberechtigung für beruflich Qualifizierte, die an die Erfüllung bestimmter Voraussetzungen gebunden ist, ohne länderspezifische Ausprägungen auszuschließen.
Der Beschluss enthält folgende Detailregelung: Meister und Inhaber als gleichwertig eingestufte Abschlüsse erhalten eine allgemeine Hochschulzugangsberechtigung. Sonstige beruflich Qualifizierte erhalten nach Abschluss einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung und einer mindestens dreijährigen Berufstätigkeit eine analog zum Berufsfeld fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung, wenn sie die Eingangsfeststellung erfolgreich abgeschlossen haben. Die Eignungsfeststellungen kann durch ein mindestens einjähriges Probestudium ersetzt werden. Die Länder können weitergehende Regelungen treffen, das heißt den Zugang für beruflich Qualifizierte über diese Mindestkriterien hinaus öffnen. Der KMK-Beschluss wirkt allerdings nicht unmittelbar, sondern bedarf einer entsprechenden Umsetzung in Landesrecht. Mittlerweile ist diese in den Ländern weitestgehend erfolgt. In 14 von 16 Bundesländern können sich Meister und beruflich ähnlich Qualifizierte ohne Zusatzprüfung auf jeden Studienplatz an jeder Hochschule ihrer Wahl bewerben. Das heißt allerdings nicht, dass sie auch in jedem Fall genommen werden. Die Gleichstellung von Meistern und beruflich ähnlich Qualifizierten bedeutet, dass sie jetzt nicht nur dieselben Freiheiten besitzen, sondern gegebenenfalls auch denselben Zulassungsbeschränkungen unterliegen. Die Ausnahme bilden an dieser Stelle Brandenburg und Sachsen. Dass der KMK-Beschluss auf unterschiedliche Weise in den Ländern umgesetzt wurde, will ich an drei Beispielen ausführen. In Brandenburg sind die Regelungen enger geführt. Hier erhalten Meister und ähnlich Qualifizierte keine allgemeine, sondern eine fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung. Damit werden sie Personen gleichgestellt, die eine Berufsausbildung in einem, dem angestrebten Studiengang affinen Bereich erfolgreich abgeschlossen haben und über eine mindestens zweijährige Berufserfahrung verfügen. Zur Erprobung neuer Modelle können die Hochschulen Eignungsfeststellungsprüfungen durchführen. In Bremen haben wir einen Mittelweg gewählt. Meister, also eigentlich untypisch, aber hier an dieser Stelle haben wir es mal gemacht. Meister und ähnliche Hochqualifizierte sind Personen mit allgemeiner Hochschulreife gleichgestellt. Sonstige beruflich Qualifizierte erhalten in Bremen über verschiedene Zugangswege eine fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung, und zwar, wenn sie nach Abschluss einer Berufsausbildung und oder mehrjähriger Berufstätigkeit eine Einstufungsprüfung bestanden haben oder ein einschlägiges Kontaktstudium, Propädeutikum oder ein anderes weiterbildendes Studium an einer Bremer Hochschule bestanden haben. Ebenso ist ein fachgebundener Zugang nach Abschluss einer Berufsausbildung und dreijähriger Erwerbstätigkeit über ein Probestudium möglich. Einen Sonderweg bieten wir in Bremen über den Zweijahreskurs beim Zentrum für Arbeit und Politik an der Universität Bremen an. In einem zweijährigen Weiterbildungskurs können hier grundlegende sozialwissenschaftliche Kenntnisse und wissenschaftliche Arbeitstechniken erworben werden. Nach erfolgreichem Abschluss dieses weiterbildenden Studiums erhalten die Teilnehmenden einen fachgebundenen Zugang zu mehreren Studiengängen der Universität und der Hochschule Bremen. Voraussetzungen sind ein erfolgreicher Abschluss einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung und eine mindestens fünfjährige Berufstätigkeit inklusive der Ausbildungszeit. Ersatzzeiten, Elternzeit, Arbeitslosigkeit lassen sich als Ausbildung und Berufstätigkeit anrechnen. In Niedersachsen sind die Regelungen noch offener. Meister und ähnlich Hochqualifizierte sind auch hier Personen mit allgemeiner Hochschulreife gleichgestellt. Von den 2010 vorgenommenen rechtlichen Änderungen profitieren daneben die sogenannten 3+3er. Personen, die über einen Abschluss einer dreijährigen Berufsausbildung sowie über eine dreijährige Berufstätigkeit in diesem Beruf verfügen, besitzen automatisch eine fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung. Hier ist weder eine Einstufungsprüfung noch ein Probestudium erforderlich. Studiengangsbezogen können die Hochschulen die Gleichwertigkeit einer anderen Vorbildung feststellen. Alle anderen beruflich Vorgebildeten ermöglicht eine Einstufungsprüfung eine fachbezogene Hochschulzugangsberechtigung. Mit der länderübergreifenden Angleichung der rechtlichen Rahmenbedingungen ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Transparenz in diesem Bereich gemacht worden. Allerdings stellen wir fest, dass allein die Schaffung von länderübergreifend abgestimmten Mindestkriterien nicht ausreicht, um den Übergang von der beruflichen zur akademischen Bildung weitreichend zu optimieren. Doch haben wir durch den KMK-Beschluss allein schon mehr beruflich Qualifizierte an den Hochschulen?
Dazu lässt sich feststellen, der Anteil der Studienanfängerinnen und Studienanfänger ohne Abitur hat sich bundesweit zwischen den Jahren 2007 und 2010 von 1,9 auf 2,8%. Man sagt jetzt verdoppelt, aber auf einem Niveau, dass man eigentlich gar nicht so gerne von Verdopplung spricht. In absoluten Zahlen heißt das eine Steigerung von knapp 4.000 auf gut 9.000 Studienanfängerinnen ohne und Studienanfänger ohne Abitur. Die mittel- und langfristigen Auswirkungen des KMK-Beschlusses auf die Quote der Absolventinnen und Absolventen ohne Abitur werden erst in ein paar Jahren festgestellt werden können. Aus der Langzeitperspektive ist jedoch eine gewisse Entwicklung festzustellen. So ist die Quote von 1997 bis 2010 nicht eine Verdopplung, sondern eine Verdreifachung. Es ist so, dass man sagen muss, die Zahlen der beruflich Qualifizierten an den Hochschulen werden ganz langsam gesteigert. Mit Blick auf den geringen Anteil der beruflich Qualifizierten ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung an der Gesamtzahl aller Studierenden wird jedoch deutlich, das macht deutlich, dass weitere Schritte zur Verbesserung dieses Übergangs nötig sind. Es wird deutlich, dass die bisherigen Maßnahmen noch nicht den gewünschten großen Erfolg gebracht haben. Die Frage der Teilhabe beruflich Qualifizierter an Hochschulbildung ist übrigens kein Problem einer kleinen Exotengruppe, das hinter den Bedarfen der großen homogenen Gruppe von Normalstudierenden zurückstehen müsse. Ich glaube, wir müssen ein gutes Stück weit Abschied nehmen von den Vorstellungen vom normalen Studierenden vergangener Tage, so es ihn denn je in der Realität gegeben hat. Wenn man sich die heutige Studierendenschaft einmal genauer betrachtet, stößt man auf eine Vielfalt an unterschiedlichen Hintergründen und Lebenssituationen, auf die die Hochschulen und Universitäten eingehen müssen, um für möglichst alle Studierende gute Gelingensbedingungen für ein erfolgreiches Studium zu bieten. Die Ergebnisse der 20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes, die das HIS-Institut für Hochschulinformationsforschung im Sommersemester 2012 durchgeführt hat, zeigen deutlich, dass es sich bei der Gruppe der in Anführungszeichen normalen Studierenden nicht um eine homogene Gruppe handelt. Das Alter der Studierenden, Deutschen und Bildungsinländerinnen und Inländer, beträgt im Sommersemester 2012 im Durchschnitt 24,4 Jahre. Als ich seinerzeit studiert hatte, lag das Durchschnittsalter bei 19 Jahren. Wir haben bei den traditionellen Studierenden heutzutage zwar immer noch einen Altersunterschied zu den beruflich Qualifizierten, aber dieser Unterschied ist nicht mehr so groß, wie er früher einmal war. Mit steigendem Alter der Studierenden steigt oftmals die Notwendigkeit, neben dem Studium zu jobben. Gründe hierfür liegen zum Beispiel im Wegfall bestimmter Geldleistungen, wie zum Beispiel dem BAföG, oder in der Erschöpfung der Unterstützungsfähigkeit der Eltern. Daneben kommen auf die Studierenden zusätzliche Kosten zu, zum Beispiel durch die ständig steigenden höheren Mietausgaben. Wir müssen also Studienangebote vorhalten, die es den Studierenden ermöglichen, wenn sie keine staatliche Unterstützung erhalten, einen Nebenjob nachgehen zu können. Wir müssen auch die Bedürfnisse der Studierenden mit Kind mitdenken. Im Sommersemester hatten 5% aller Studierenden mindestens ein Kind. Alternative Studienformen wie zum Beispiel Teilzeitstudium oder berufsbegleitende Studiengänge können den Bedürfnissen Studierender mit Kind entgegenkommen. Dies schlägt sich auch in der Statistik nieder. Mit 20% sind 5-mal so viele Studierende mit Kind in einem Teilzeitstudiengang eingeschrieben wie in einem Vollzeitstudiengang. Fast jeder 4. Studierende hat einen Migrationshintergrund. Diese kulturelle Vielfalt muss noch viel stärker als Chance verstanden werden und dann auch entsprechend gefördert. Gleiches gilt für den Zugang zur Hochschulbildung für junge Menschen aus unterschiedlichen sozioökonomischen Hintergründen. Im Vergleich zu den Vorjahren ist der Anteil an Studierenden aus einer Akademikerfamilie erstmals nicht weiter angewachsen. In mehr als einem Viertel, 27%, der Herkunftsfamilien haben die Eltern eine Lehre- oder eine Facharbeiterausbildung abgeschlossen. Das Bedürfnis, den vermeintlich traditionellen Studierenden, also derjenigen, der über die am Ende ihrer Schulzeit erworbenen allgemeinen oder fachgebundenen Hochschulzugangsberechtigung an die Hochschulen und Universitäten kommen, sind also differenziert und haben sich mit der Zeit verändert. Beruflich Qualifizierte stellen vor diesem Hintergrund keine besonders exotische Abweichung von einer sonst allgemein gültigen Norm dar. Sie sind einfach eine weitere Gruppe, die in den Hochschulalltag ihr Angebot finden sollten.
In der Konsequenz halten wir ein System vor, das sich insgesamt ändern und öffnen muss. Das wäre nicht nur im Sinne dieser Gruppe, sondern auch im Sinne aller Studierenden. Unser Wissenschaftssystem muss also lernen, unterschiedliche Bildungsbiografien zugrunde zu legen für ihre weiteren Planungen. Die staatlichen Hochschulen sind aber zu einem guten Teil noch mit der Umsetzung der Reformen des Bologna-Prozesses und dem Studierendenansturm beschäftigt, der durch die doppelten Abiturjahrgänge und die Aussetzung der Wehrpflicht und des Zivildienstes teilweise mit verursacht wird. Aus diesem Grunde verspüren die Hochschulen derzeit noch keinen Handlungsdruck zur Gewinnung neuer Zielgruppen. Wir wissen jedoch, dass das derzeitige System auch den Bedürfnissen der traditionellen Studierenden nicht mehr entspricht und dass die Zahlen der Studienanfängerinnen und Anfänger aufgrund des demografischen Wandels zurückgehen werden. 2025 benötigen wir ein System, das keine Studieninteressierten mehr ausgrenzt. Systeme ändern sich, das wissen wir alle, jedoch nur sehr langsam. Die notwendigen Weichenstellungen müssen deshalb jetzt vorgenommen werden. Wir müssen uns daher fragen, was wir neben der Verbesserung der gesetzlichen Zugangsmöglichkeiten weiter tun können. Wir müssen uns fragen und ermitteln, was diejenigen überhaupt wollen, von denen wir sprechen, wie wir die Studienmöglichkeiten attraktiver gestalten können und welche Interessen und Motivationslagen die beruflich Qualifizierten mit einem Studium verfolgen. Die Motivationslagen beruflich Qualifizierter, wie die der traditionellen Studierenden auch, unterscheiden sich naturgemäß. Einerseits wird nach anschlussfähigen Studiengängen gesucht, die einen beruflichen Aufstieg im bisherigen Berufsfeld ermöglichen. Andererseits wird die Entscheidung zur Aufnahme eines Studiums oft auch getroffen, um eine berufliche Neuorientierung einzuleiten. Unsere Hochschullandschaft ist vielfältig, die Studierenden sind heute in ihren Lebensumständen und Ansprüchen vielfältig und die Motivationslagen zur Aufnahme eines Studiums sind ebenfalls vielfältig. Gleichzeitig müssen wir den Anspruch erfüllen, allen Menschen die Möglichkeit zur Ausschöpfung ihrer Bildungspotenziale zu geben. Ich möchte dabei klar feststellen, für mich stehen berufliche und akademische Bildung nicht in einem hierarchischen Verhältnis. Das Akademische ist für mich nicht prinzipiell höherwertig als das Berufliche. Beide Wege führen je zu spezifischen Zielen und wir brauchen auch weiterhin beide Systeme für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Nicht ohne Grund schaut man von außen auch so anerkennend auf unser berufsbildendes System. Dennoch bekenne ich mich auch zu dem Ziel, die hohe Nachfrage auch nach akademisch gebildeten Fachkräften befriedigen zu wollen und dafür gezielt auch neue Zielgruppen anzusprechen. Angesichts der unterschiedlichen subjektiven Voraussetzungen ergeben sich jedoch Änderungsbedarfe auf institutioneller und struktureller Ebene. Der Klarheit halber erläutere ich diese Reformerfordernisse weiterhin am Beispiel der beruflich Qualifizierten. Ich bin aber der Ansicht, dass die hier vorgeschlagenen Empfehlungen für alle Studierenden relevant sind. Transparenz schaffen. Der KMK-Beschluss ist seit einigen Jahren umgesetzt. Sowohl die rechtlichen Rahmenbedingungen als auch die tatsächlichen Angebote, die im Sinne durchlässig gestalteter Bildungssysteme vor Ort neu eingerichtet wurden, sind aber weiterhin wenig bekannt. Die verschiedenen Länder- und Hochschulregelungen sind teilweise komplex und nur sehr schwer durchzuschauen. Es müssten Zuständigkeiten geklärt werden, Übersichten über die neuen Möglichkeiten geschaffen werden. Hochschulzugangsmöglichkeiten auch ohne Abitur müssen vom Bund und den Ländern stärker beworben werden und das sowohl auf Berufsschul-, Berufsbildungs-, Fort- und Weiterbildungs- als auch auf Hochschulebene. Hier ist zum Beispiel ein Bund-Länder-Arbeitskreis auf Bundesebene denkbar, um den kontinuierlichen Prozess voranzutreiben. Die Beratung muss weiterentwickelt werden. Es werden Anlaufstellen benötigt, die auch für die beruflich Qualifizierten umfassende Informationen bereitstellen und ergebnisoffen individuelle Beratungen leisten. Die Herausforderung qualitativ hochwertiger Beratung besteht dabei darin, dass Heterogenität der Beratungsangebote Bedarfe auch zugrunde gelegt werden. Die Hochschulen müssen aus meiner Sicht vielmehr eine Willkommenskultur schaffen und dabei spielt auch die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse eine zentrale Rolle. Strukturen auf Hochschulebene ändern bzw. offener gestalten. Offene Hochschulen heißt, ein breites Spektrum an Angeboten
Für diejenigen beruflich Qualifizierten, die an der Aufnahme eines Vollzeitstudiengangs interessiert sind, gibt es aber nur die traditionell grundständigen Studiengänge. Beruflich Qualifizierte, die aber nicht in Vollzeit studieren können oder wollen, finden an den Hochschulen zumeist Strukturen vor, die ihren Bedarfen nicht entsprechen. Die Hochschulen sollten zunächst die Bedarfe ermitteln und hierzu die Kompetenzen des berufsbildenden Systems auch in Anspruch nehmen. Entsprechend sollten flexible Studienangebote wie zum Beispiel berufsbegleitende oder berufsintegrierte Studiengänge eingerichtet werden. Sinnvoll wäre darüber hinaus, einzeln belegbare Module akademische Weiterbildungsangebote, die zertifiziert und auf passende grundständige Studiengänge angerechnet werden. Zulassungsbeschränkungen sind jedoch eine weitere Hürde. Dieses Problem muss stärker in den bildungspolitischen Fokus gerückt werden. Viertens, in diesem Zusammenhang Unterstützung anbieten. Beruflich Qualifizierte ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung, ein furchterregendes Wort, werden bei der Aufnahme eines Studiums mit andersartigen Anforderungen konfrontiert, als sie es aus ihrer bisherigen Laufbahn gewohnt sind. Damit sie die Anforderungen in den Hochschulen bewältigen können, ist ihnen die Aneignung übergreifender methodischer Kompetenzen und fachspezifischer und fächerübergreifende Sachkenntnisse zu ermöglichen. Entsprechende Angebote sollten jedoch nicht exklusiv für diese neue Zielgruppe, sondern allen Studierenden zur Verfügung gestellt werden. Für die Studierenden ohne Abitur spielen solche Angebote jedoch eine größere Rolle, da sie durch entsprechende Unterstützungskurse auch noch zusätzlich an Selbstvertrauen gewinnen können. Die Hochschulen sollten zunächst die Bedarfe ermitteln und hierzu die Kompetenzen des, das ist ja irgendwie, Entschuldigung. Also die Hochschulen sollten dafür die Bedarfe entwickeln und hierzu auch entsprechende Angebote entwickeln. Denkbar wäre aus meiner Sicht ein berufsbegleitende Vorbereitungskurse, Propädeutika oder studienbegleitende Kurse, in denen die für ein erfolgreiches Studium erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Lernhaltung und Lernstrategien erworben werden können. Ergänzend sollten neue Konzepte entwickelt werden. In einzelnen Fällen wären zum Beispiel Mentorenprogramme denkbar, die einen Austausch zwischen den Studierenden ermöglichen. Dadurch können Menschen verschiedener Altersgruppen mit unterschiedlichen Bildungsbiografien voneinander profitieren, lernen und sich gemeinsam durchs Studium auch begleiten. Eine weitere Möglichkeit wäre die Stärkung des General Studies Bereich. Wir können offene Angebote und Module, zum Beispiel für Englisch, wissenschaftliches Arbeiten oder Mathematik-Tutorien für alle Studierenden anbieten. Da die Bildungssprache insbesondere für Studierende mit Migrationshintergrund schwierig ist, müsste es im Rahmen von Fremdsprachenzentren Befreiungen gerade für diese Gruppen geben, die über wenig Mittel verfügen, um solche Kurse belegen zu können. Wir brauchen didaktische Veränderungen in der Lehre. Lehr- und Lernkonzepte unterscheiden sich zwischen beruflicher Bildung und hochschulischer Bildung stark. Die Konzepte von Lehre orientieren sich an Hochschulen bisher überwiegend nur am Normalstudierenden. Die Hochschulbediensteten haben kaum Zeit, sich in den Konzepten neuer Formate fortzubilden. An der Universität Bremen wird das Thema Hochschuldidaktik jetzt obligatorisch für alle Neuberufenen festgelegt. Im Rahmen der Weiterentwicklung sind insbesondere mit dem Blick auf die neuen Zielgruppen zusätzlich erwachsengerechte methodisch-didaktische Überlegungen zu berücksichtigen. Dozenten sollten gefördert werden, Weiterbildungsangebote geschaffen und ein Dozentenaustausch ermöglicht werden. Hierzu ist auch die Kooperation zwischen Weiterbildung, Berufsbildung und Wissenschaft zu stärken. Für alle Dozenten, Dozentinnen, die an der hochschuldidaktischen Weiterbildung teilnehmen, sollte ein Modul entwickelt werden, in dem Diversität an der Hochschule eine Rolle spielt. Auf welche Zielgruppen müssen sich Dozentinnen und Dozenten einstellen? Welche neuen Lernkonzepte sind geeignet? An Betriebe und Tarifpartner adressiert, Bildungszeiten ermöglichen. Beruflich Qualifizierte, die an der Aufnahme eines Studiums interessiert sind, stehen oftmals vor der Entscheidung, ihre Erwerbstätigkeit aufzukündigen oder aber eine Doppelbelastung durch Studium und Beruf standhalten zu müssen. Dabei könnten die Arbeitgeber in einem erheblichen Maße von der Weiterqualifizierung ihrer Arbeitnehmerinnen profitieren. Ich glaube, dass hier über Wege nachgedacht werden muss, wie nach einer studienbedingten Unterbrechung einer Erwerbstätigkeit der Weg in den Beruf zurück gelingen kann.
Auch sollten die Arbeitgeberseite darüber nachdenken, wie sie ihren Arbeitnehmerinnen Bildungszeiten einräumen könnten, die ihnen eine flexible Handhabe von Weiterqualifikation im Interesse von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Betrieb absichern. Lassen Sie mich zu einem Fazit kommen. Zu Beginn meines Vortrages habe ich aufgezeigt, dass wir bereits über ein vielfältiges Bildungssystem verfügen, dass es unterschiedliche Bildungswege existieren. Ich habe mich versucht, darauf zu konzentrieren, am Beispiel der beruflich Qualifizierten zu verdeutlichen, warum trotz der derzeit vollen Hochschulen Handlungsbedarf besteht, die vorhandenen Strukturen zu überdenken und auch anzupassen. Dazu habe ich eine ganze Reihe an Vorschlägen angeführt, von denen ich überzeugt bin, dass sie nicht nur der kleinen Gruppe der beruflich qualifizierten Studieninteressierten und Studieninteressenten zugutekommen, sondern den vielfältig gewordenen Lebenssituationen und Motivationslagen der Studierenden insgesamt besser entsprechen würden. Wir brauchen ein durchlässiges Bildungssystem, das denjenigen, die an einer akademischen Qualifikation interessiert sind und das Potenzial dafür mitbringen, auch strukturelle Gründe, die es nicht verhindern, sondern die es ihnen ermöglichen. Daran müssen wir meiner Meinung nach alle noch relativ viel arbeiten. Schließlich möchte ich mit noch einen kleinen Aspekt angeben. Ich meine, eine kleine Idee formulieren. Mir gefällt die Überlegung zum Beispiel, dass man am Ende eines beruflichen Bildungsganges ein Modul General Studies anbietet. Dadurch bestünde die Möglichkeit, am Ende eines beruflichen Bildungsweges schon einmal der Zugriff auf das vielleicht kommende, nämlich auf ein Vorgriff kann es sein auf eine akademische Laufbahn. Das hieße für mich, dass wir auf diese Weise könnte man im Rahmen der beruflichen Qualifikation die Grundlage für eine erleichterte Anschlussfähigkeit an akademische Bildungsangebote legen. Denkbar wäre für mich ein Fremdsprachen-, ein mathematisches Modul oder aber auch ein Modul des wissenschaftlichen Arbeitens. Auch das aufnehmende System, also die Hochschulen, sollten solche Module zu Beginn des Studiums anbieten. Damit würde man das System für die Personen von der einen als auch von der anderen Seite öffnen und man könnte von vornherein einen Übergang zumindest als Angebot aufzeigen. Ich bin mir sicher, dass solche Angebote von beiden Seiten gegebenenfalls gewollt sein könnten und dass es vor allen Dingen auch dazu beitragen könnte, diese Welten zumindest auf dieser kleinen fachlichen Schiene miteinander zu verbinden. Es ist ein kleines Beispiel, aber vielleicht könnte es eins sein, das ein Scharnier darstellt, ein Scharnier der fachlichen, eine fachliche Brücke. Und wir sprechen ja manchmal auch von Brückenkursen. Dieses wäre ein kleines Segment, was ich glaube, was auch dann von vielen genutzt werden könnte. Und es würde uns den Weg ebnen, Menschen Mut zu machen, die aus der beruflichen Bildung kommen und auch dann vielleicht weitergehen wollen und würde ihnen vielleicht auch zeigen, dass sie es können und dass sie auch gewollt sind. In diesem Sinne möchte ich meinen Vortrag schließen und hoffe, dass es nicht viel zu lang gewesen ist und hoffe jetzt und freue mich auf eine lebhafte Diskussion. Herzlichen Dank. Applaus